Verehrte Damen, meine Herren, Herr Grupp, lieber Jürgen, vielen Dank für die freundliche Begrüßung und die Eingemeindung hier nach Baden-Württemberg, ein Zeichen unserer besonderen Verbundenheit. Ich bin aus dem rot-grün gefesselten Nordrhein-Westfalen hier in das grün-rot gefesselte Baden-Württemberg gekommen. Wir sind also sozusagen Leidensgenossen. Dem Unterschied, dass Sie mit dem Leiden besser umgehen können, denn Sie haben Daimler und Wein und wir nur Opel und Altbier. Meine Damen und Herren, was für eine wunderbare Nachricht, Jürgen, dass wir nicht nur ein volles Haus hier heute haben, sondern dass noch sehr viel mehr Menschen Interesse gehabt hätten, mit uns ins Gespräch zu kommen. Das ist ja keine Selbstverständlichkeit in der Situation, in der meine Partei ist. Nach einem Wahltriumph ein volles Haus zu haben. Das ist nun keine Kunst. Nach einer Wahlniederlage, wie die FDP sie am 22. September des vergangenen Jahres zu verkraften hatte, so viele Bürgerinnen und Bürger begrüßen zu können. Das ist indessen ein politisches Signal. Es ist ein Signal für ihrer aller innere Unabhängigkeit. Es ist aber vor allen Dingen auch ein Signal, dass mit den Liberalen in 2014 wieder zu rechnen ist. Und deshalb freue ich mich besonders, dass Sie heute hier sind. Meine Damen und Herren, die Friedrich-Naumann-Stiftung kommt mit dem Thema dieser Veranstaltung soziale Marktwirtschaft und Gerechtigkeit auf den Kern einer gesellschaftspolitischen Diskussion, die wir in unserem Land zu führen haben. Es gibt eine gewisse Orientierungslosigkeit, was unsere Wirtschaftsordnung angeht. Mir wurde das deutlich, zuletzt deutlich, als ich gesprochen habe vor einer der wichtigsten Veranstaltungen der deutschen Wirtschaft, nämlich vor dem Arbeitgebertag in Berlin. Nach der Frau Bundeskanzlerin und dem damaligen SPD-Fraktionsvorsitzenden Steinmeier und gemeinsam mit ihrem Ministerpräsidenten Kretschmann. Ich habe dort gesprochen, noch nur als Kandidat für den Vorsitz meiner Partei im November. Ich kam in diesen Saal und beim Reingehen fasste mich ein freundlicher Gentleman am Oberarm und sagte: Herr Lindner, wenn Sie im Dezember zum Vorsitzenden der FDP gewählt werden sollten, wird die FDP unter Ihrer Führung denn dann marktwirtschaftlich bleiben oder sozialer werden? Marktwirtschaftlich bleiben oder sozialer werden? Die Frage enthüllt einiges über die Defizite im Auftreten und in den politischen Prioritäten der FDP der vergangenen 4 Jahre. Aber darum geht es mir heute im Kern nicht. Denn die Frage, marktwirtschaftlich oder sozial, zeigt schon ein grundlegendes Missverständnis über den Charakter unserer freiheitlichen Wirtschaftsordnung. Diejenigen, die sie vorgedacht haben, gerade hier in Baden-Württemberg, Freiburger Schule, die sie verkörpert haben als mittelständische Unternehmer, die von ihr profitiert haben, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die wissen, dass die Pointe der sozialen Marktwirtschaft ja gerade ist, das Leistungs- mit dem Solidarprinzip zu versöhnen oder um es klarer zu sagen, durch das Leistungsprinzip soziale Ziele zu erreichen. Das ist die Idee dieser Wirtschaftsordnung. Ich nenne sie im Übrigen auch, es sind Zeiten der Klarheit, Jürgen, für die Liberalen, bei ihrem richtigen Namen. Der richtige Name unserer Wirtschaftsordnung heißt Ordoliberalismus. Der Ordoliberalismus hat das Konzept, durch klare Regeln Menschen in die Lage zu versetzen, ihren Wohlstand zunächst und zumeist selbst zu erwirtschaften. Das ist die Idee von Ludwig Erhard gewesen, der sich Zeit seines Lebens geweigert hat, von sozialer Marktwirtschaft mit diesem Attribut zu sprechen. Er hat nur von Marktwirtschaft gesprochen, weil für ihn unser Modell, unser ordoliberales Modell der Marktwirtschaft, das sich vom Staatskapitalismus Chinas, vom Laissez-faire-Kapitalismus der Vereinigten Staaten oder vom Oligarchenkapitalismus heute in Russland ja unterscheidet. Er hat von Marktwirtschaft gesprochen, die per se sozial ist, weil sie das in der Gesellschaft vorhandene Wissen mobilisiert und dadurch Fortschritt und Arbeitsplätze schafft. Für Erhard und andere war und ist die Marktwirtschaft per se sozial, weil der Staat das Wettbewerbsprinzip bewacht und dadurch die Macht einzelner Spieler am Markt bremst
und Neueinsteigern immer wieder eine Chance eröffnet. Und die Marktwirtschaft war für die Pioniere per se sozial, weil sie überhaupt erst die Mittel bereitstellt, die danach von Politikern mit großer sozialer Geste verteilt werden. Und gerade in Zeiten einer großen Koalition muss man das auch einmal in Erinnerung rufen. Erst muss der Wohlstand mit harter Arbeit auf den Weltmärkten erwirtschaftet werden, bevor er in Deutschland dann verteilt werden kann, meine Damen und Herren. Sie wird es nicht wundern, dass ich dem Herrn geantwortet habe, dass die FDP engagierter Anwalt der Marktwirtschaft in Deutschland bleibt. Einer muss es ja tun. Denn diese marktwirtschaftliche Ordnung hat sich ja nicht nur in der Papierlage als erfolgreich herausgestellt, nicht nur bei den Theoretikern, sondern von Beginn an in der Praxis. Ludwig Erhard hatte 1948 den Mut, gegen das Diktum der Militäradministration die Preisbindung aufzuheben, mit dem Ergebnis, dass am nächsten Tag die Schaufenster gefüllt waren. Wir haben ein enormes Wohlstandswachstum erlebt in Deutschland. Meine Großeltern haben in den 50er Jahren 48 Stunden im Durchschnitt in der Woche gearbeitet. Und dann kam noch das dazu, was man dem Finanzamt nicht gesagt hat. Heute sind wir bei 38, das ist ja die Realität gewesen. Heute sind wir bei 38 Stunden im Durchschnitt. Und für jede Stunde Arbeit, bezahlte Arbeit, kann man sich heute wesentlich mehr erlauben als damals in den 50er Jahren. Ein enormer Wohlstandsfortschritt. Nicht nur in der Perspektive dieser langen Periode, sondern auch, wenn man auf kürzere Abstände schaut. Es erinnert ja nicht mehr jeder offenbar in der deutschen Politik, dass unser Land vor 15 Jahren der kranke Mann Europas war. Abgehängt bei der Wettbewerbsfähigkeit, mit enormen Defiziten in den öffentlichen Haushalten und noch viel schlimmer einer Rekordarbeitslosigkeit, einer sich verfestigenden Jugendarbeitslosigkeit. Wir haben noch die Schlagzeilen doch alle vor Augen oder sollten sie vor Augen haben, was für eine Problematik bestand bei der Versorgung junger Menschen mit einem Ausbildungsplatz. Das ist ja erst 15 Jahre her. Und jetzt liegt eine Periode von marktwirtschaftlicher Politik hinter uns. Kluge Tarifpolitik von Arbeitgebern und Gewerkschaften vor allem, die durch Lohnzurückhaltung einen Akt gelebter Solidarität zwischen denen, die Arbeit haben und jenen, die welche suchen, geleistet haben. Die Agenda 2010 mit der Flexibilisierung am Arbeitsmarkt, auch notwendigen Investitionen in Bildungs- und Betreuungsinfrastruktur, um Beruf und Karriere vereinbar zu machen. Und in aller Bescheidenheit auch die wachstums- und stabilitätsorientierte Politik 2009 bis 2013 hat einen Beitrag dazu geleistet, dass wir nicht mehr kranker Mann Europas sind. Dass wir 42 Millionen Beschäftigte in Deutschland haben. Rekord, was mich besonders freut. Diejenigen, die in den letzten Jahren nicht mit ihrer Beschäftigungssituation zufrieden sein konnten, weil sie gegen ihren Willen in Teilzeit beschäftigt waren oder nur eine Beschäftigung in der Zeitarbeit hatten, geringfügig beschäftigt waren, geringe Einkommen erzielt haben, die haben jetzt in den letzten Jahren profitiert. Die sind aufgestiegen am Arbeitsmarkt. Niedrigste Jugendarbeitslosigkeit in Europa. Noch volle Sozialkassen. Kurs auf Haushaltsausgleich und gar Haushaltsüberschüsse. Wir haben eine enorme ökonomische Stärke gegenwärtig. Ich bin in Sorge, verehrte Anwesende, dass diese gegenwärtige Stärke für selbstverständlich genommen wird. Dass ausgeblendet wird, dass ein demografischer Wandel auf uns zukommt. Die Babyboomer-Generation in diesem Jahr, die meisten 50. Geburtstage unserer Geschichte, die werden, wenn ich in das fünfte Lebensjahrzehnt eintrete, so langsam in den Ruhestand gehen. Wir haben neue Wettbewerber auf dem Weltmarkt und wir haben künstlich niedrige Zinsen gegenwärtig aufgrund der Euro-Krise. Die gegenwärtige Stärke ist nicht selbstverständlich. Wer wie die Große Koalition die jetzige Stärke unseres Landes für selbstverständlich nimmt, sich in den Status quo verliebt und mehr Konsum macht als Investition, der ist schon dabei, diese Stärke unseres Landes wieder fahrlässig zu verspielen. Dazu darf es nicht kommen. Zumal wir ein Gegenmodell haben in Frankreich. In Frankreich ist das Gegenteil von marktwirtschaftlicher Politik gemacht worden. Als François Hollande gewählt worden ist, Sie erinnern das, da sind die Troikader der SPD in den Élysée-Palast gepilgert, um ihm zu huldigen. Weil man das als ein Fanal für ganz Europa betrachtet hat. Endlich wieder ein
Sozialist im Élysée, der dann ja auch aus dem Bilderbuch linker Politik alles umgesetzt hat, was man sich nur wünschen kann als Linker, sofern ihm sein Privatleben noch Zeit gelassen hat für Politik. Bürger und Betriebe belastet, zusätzliche Bürokratisierung. Ich habe unlängst mit einem französischen Mittelständler, würden wir hier sagen, einer der wenigen selbstständigen Unternehmer dort gesprochen, der also einen größeren Betrieb hat, und der berichtete davon, wie in sein Unternehmen der Industrieminister Frankreichs kam. Und der hat dann mit der Belegschaft verhandelt, welche Investitionen als nächste vorgenommen werden sollen. Und der Inhaber-Geschäftsführer stand daneben und konnte sich die Verhandlungen der Politik mit den Gewerkschaften, mit der Belegschaft anhören, als unbeteiligter Dritter. Er sollte nur bezahlen. Also in Frankreich hat der Staat der Wirtschaft ja die Kommandos erteilt, freundlicher gesagt Industriepolitik gemacht. Mit den Ergebnissen, dass in Frankreich die Arbeitslosigkeit, zumal die Jugendarbeitslosigkeit, gestiegen ist, das Defizit, die Schulden der öffentlichen Hand, sie sind gestiegen, das Wachstum ist gesunken, die Kreditwürdigkeit Frankreichs massiv eingebrochen, die Popularität des französischen Staatspräsidenten auf einem Tiefpunkt, man kann nicht mehr von Katerstimmung sprechen, man muss von Endzeitstimmung sprechen in Frankreich. Und nun passiert das Bemerkenswerte, verehrte Anwesende, liebe Gäste, im gleichen historischen Moment. In Frankreich stellt sich Hollande, nachdem dieser politische Ansatz, der auf Umverteilung und auf staatlichen Befehl gesetzt hat, gescheitert ist, stellt er sich vor die versammelte Öffentlichkeit und sagt, ich habe geirrt. Wir brauchen jetzt wieder eine angebotsorientierte Wirtschaftspolitik, also eine liberale Wirtschaftspolitik, die darauf setzt, dass Private investieren können. Dafür müssen sie entlastet werden, finanziell und von ärgerlicher Bürokratie. Und so verspricht er sich jetzt neue Arbeitsplätze, Wachstum und Frankreich aus dem Defizit herauszuführen. Und im gleichen Moment wird in Deutschland eine große Koalition gebildet, die höhere Sozialabgaben, neue Subventionen, diesmal für konventionelle Kraftwerke, die Rücknahme der Reformen der Agenda 2010, zusätzliche Einschränkungen bei der Vertragsfreiheit vom Mindestlohn bis zur Mietpreisbremse beschließt, die mehr Schulden macht als nötig, wir könnten nämlich Überschüsse haben und so weiter und so fort. In der gleichen historischen Minute, in der Frankreich sagt, es will liberaler werden, wird Deutschland französischer. Und so haben wir uns die deutsch-französische Freundschaft nicht vorgestellt, meine Damen und Herren. Ein falsches Signal nach Europa. Im Übrigen auch ein ganz falsches Signal nach Europa. Ist jetzt hier nicht der Ort und das Thema, um viel länger über die Staatsschuldenkrise in Europa zu sprechen. Aber eines ist doch klar. Der stabilitätsorientierte Kurs, den wir seit April 2010 verfolgt haben, der hat sich als vielversprechend herausgestellt. Erste Ergebnisse sind zu sehen. Wenn aber jetzt von Deutschland das Signal ausgeht, wir nehmen das nicht mehr so ernst, ja, wie sollen denn dann andere Regierungen in ihren Gesellschaften um Zustimmung für Reformen werben? Wenn in Deutschland die Große Koalition die Rente mit 63 beschließt, angesichts des demografischen Wandels, den ich erwähnt habe, kostet 160 Milliarden Euro bis 2030 diese Maßnahme von Ihrem Geld. Wenn Sie Rentenbeitragszahler sind, aber auch wenn Sie bereits Rentenbezieher sind, denn Ihre Rente wird weniger stark steigen durch diese Maßnahme. 160 Milliarden Euro. Und das ist nur die Zahl der Bundesregierung. Und solche Schätzungen der Bundesregierung, die haben einen ähnlichen Charakter wie Statistiken des ADAC. Also da kommt noch eine unschärfe Relation dazu. 160 Milliarden Euro, das ist mehr als die maximale deutsche Haftungssumme aus allen europäischen Rettungsschirmen zusammen. Das ist die finanzielle Dimension, über die wir da sprechen. Man kann also guten Gewissens sagen, für Deutschlands Finanzen ist Andrea Nahles gefährlicher als griechische Staatsanleihen. Das ist genau der Zusammenhang. Also, wir sollten diesen marktwirtschaftlichen Weg weiter fortsetzen, sollten darauf vertrauen, dass die Menschen im Wettbewerb, in Eigenverantwortung, zu besseren Ergebnissen, im Übrigen auch sozialeren Ergebnissen können, als die Politik das am grünen Tisch vorauszusehen und zu planen vermag. Wir sollten jetzt diese historische Situation nutzen, um die Stärke zu investieren in Zukunftsfähigkeit, dadurch, dass jetzt gegenwärtig auch einmal verzichtet wird auf neue Staatsaufgaben und Staatsausgaben. Ich gehe so weit zu sagen,
weil wir eben eine einmalige Situation haben. Wir müssen sie nutzen. Und solange und soweit der Staat seine bisherigen Aufgaben nicht ohne Schulden, ohne Griff in die Sozialkassen und ohne Steuererhöhungen dauerhaft finanzieren kann, solange verbieten sich einfach neue Aufgaben für den Staat. Als Gebot der ökonomischen Klugheit und der Generationengerechtigkeit gleichermaßen. Also eine fiskalische Bescheidenheit. Und nun komme ich zu einem zweiten Komplex, über den ich sprechen will. Ich habe ja gerade unsere marktwirtschaftliche Ordnung gerühmt mit ihren Ergebnissen, auch den Werten, die darin zum Ausdruck kommen. Wir müssen aber zur Kenntnis nehmen, dass 85% der Deutschen in aktuellen Umfragen sagen, die Marktwirtschaft hat früher besser funktioniert. 85%. Diejenigen, die 48 Stunden in den 50er Jahren gearbeitet haben, sind jetzt die, die sagen, früher hat es besser funktioniert, überwiegend. Womit hängt das zusammen? Nicht mit den objektiven Ergebnissen in unserem Alltag. Das hängt mit anderen Phänomenen zusammen. Es hängt insbesondere mit der internationalen Finanzkrise zusammen und auch anderem Eliteversagen in Konzernen, aber insbesondere mit der Finanzmarktkrise hängt diese Erosion des Vertrauens in die Marktwirtschaft ursächlich zusammen. Ich frage Sie aber, ist das eigentlich tatsächlich dann gerechtfertigterweise eine Vertrauenskrise der Marktwirtschaft? War diese Finanzkrise ein Versagen der Marktwirtschaft? Ist das Marktwirtschaft, wenn eine Bank so groß werden kann, dass man sie als systemrelevant bezeichnet? Ist das Marktwirtschaft? Ist das Marktwirtschaft, dass wenn ein solches Institut scheitert, die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler einspringen müssen, um es zu stabilisieren, weil es nicht fallen darf, weil es too big to fail ist? Ist das Marktwirtschaft, wenn Banker um Rettungsschirme für ihr Institut oder Unternehmer um Subventionen vom Staat bitten? Verehrte Anwesende, das ist nicht Marktwirtschaft, das ist die Verformung von Marktwirtschaft oder, um es klarer zu sagen, die Perversion von Marktwirtschaft, wenn diejenigen, die scheitern, danach vom Steuerzahler aufgefangen werden. Das Gegenteil. Und deshalb ist das jetzt auch die große ordnungspolitische Aufgabe für uns Liberale, Marktwirtschaft überhaupt erst wiederherzustellen, beispielsweise und insbesondere an den internationalen Kapitalmärkten. Da haben wir nämlich jetzt gegenwärtig eine, wie einer der Redner zur Freiheit, Gabor Steingart, gesagt hat, da haben wir eine Bastardökonomie, weil die kreditsüchtige Politik und die renditehungrigen Banken eine Mésalliance eingegangen sind. Die einen wollten Kredite haben zu möglichst günstigen Zinsen, um Wohlfahrtsversprechen zu finanzieren, die in Wahlkämpfen auf Pump gegeben worden sind. Und dafür, das war der Deal, hat man da bei mancher Regulierung ein Stück weggesehen, auch wegsehen müssen, weil die Risiken dann in den Bilanzen versteckt worden sind. Bis heute muss ja für eine Staatsanleihe eine Bank kein bisschen Risikovorsorge betreiben, als wenn man noch davon ausgehen könnte, dass eine griechische Staatsanleihe mündelsicher wäre, wie man früher gesagt hat. Das muss sich verändern. Dafür braucht man auch nicht diese ganze Bürokratie, die sich gegenwärtig die deutsche und internationale Politik ausdenkt. Wer von Ihnen hat zuletzt ein Altersvorsorgeprodukt gekauft? Wenn Sie das tun auf einem Anlageprodukt, dann haben Sie da Dutzende Seiten an Belehrungen, die Sie lesen und danach unterschreiben sollen. Ich kenne niemanden, der das macht. Das wird einfach so unterschrieben. Es ist eine Scheinsicherheit. Das Verbot von einzelnen Produkten und Geschäften. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Banken und die Spieler am Finanzmarkt, die haben immer die besseren Anwaltskanzleien und die besseren Experten, als die Beamten in den Ministerien es sind. Die finden immer einen Bypass. Also wer glaubt, bei der Regulierung schneller zu sein als der Markt, der täuscht sich. Was würde also Ludwig Erhard, was wäre das ordoliberale Rezept? Das braucht nicht so viel Bürokratie. Es braucht auch ein wenig Bürokratie. Aber das braucht vor allen Dingen eine Sache. Das braucht die natürliche Risikobremse. Die natürliche Risikobremse heißt Haftung. Haftung ist die Pflicht, Verantwortung für sein Handeln zu übernehmen. Wir sind Freunde des Unternehmertums. Wir gönnen jedem seinen Erfolg am Markt. Denn das ist die Belohnung für Risiko und Kreativität. Aber wer scheitert, der muss als ehrlicher Kaufmann auch für sein Scheitern gerade stehen. Und das wird durch das Haftungsprinzip verwirklicht. Diese Bremse müssen wir stellen.
In dem Zusammenhang lese ich dann ein Interview mit dem Co-Vorsitzenden der Deutschen Bank. Nichts gegen die Deutsche Bank. Ich beteilige mich nicht an der Dämonisierung dieses Instituts, auch nicht an der Dämonisierung der Kapitalmärkte insgesamt. Ich bitte das nicht zu verstehen, misszuverstehen, wenn ich das jetzt hier sage. Ich bin froh, dass wir ein Institut im Weltmaßstab haben. Braucht auch der deutsche Mittelstand. Kann man nicht nur mit der Sparkasse machen. Also gut, dass es eine Deutsche Bank gibt. Komma aber. Sagt Herr Jain in dem Interview, ja, also man habe die Zeichen der Zeit erkannt und deshalb habe man jetzt das Eigenkapital massiv aufgestockt. Nämlich, so sagt er in dem Interview, von 2% auf 3%. Um 50% also, sozusagen. Von 2% auf 3%. Meine Damen und Herren, wer kein Eigenkapital hat, haftet nicht. Wer nicht haftet, zockt. Der ist eingeladen, die Gewinne zu privatisieren und den Schaden irgendwann wieder den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern zu vermachen. Es geht dann gar nicht anders, wenn da keine Haftung dahinter steht. Ich frage mich, was eigentlich hier in Stuttgart passiert, wenn ein Handwerksmeister mit 3% Eigenkapital zu seiner Bank geht, um über eine neue Kreditlinie zu verhandeln. Das wird die Reaktion sein. Und deshalb müssen im Prinzip dieselben Regeln, die für Mittelstand und Handwerk gelten, auch für Banken und Konzerne durchgesetzt werden, meine Damen und Herren. Nichts anderes. Betrifft auch andere Ordnungsfragen. Wir kommen vielleicht gleich in der Diskussion darauf. Ich ticke das nur hier ganz kurz an. Es gibt auch andere Ordnungsfragen für Marktwirtschaftler. Und da nenne ich nur das eine Wort Google. Ein Unternehmen mit 98% Marktmacht, würde Ludwig Erhard da nicht fragen, ob das Marktbedingungen diktieren und Außenseiterkonkurrenz vom Platz fegen kann? Würde Ludwig Erhard ein solches Unternehmen nicht der Aufmerksamkeit der Kartellbehörden empfehlen? Würde man da nicht den Datenschutz auch durch empfindliche Strafen verteidigen? Gegenwärtig kann, wenn die in ihre Privatsphäre gehen, als kommerzielles Unternehmen, der Staat da einige wenige 100.000 € Strafe beispielsweise an Google adressieren. Das zahlen die aus der Portokasse. Und als Internetunternehmen verschicken die wenig Briefpost. Die ist also schmal. Wir haben eigentlich in Europa vorgehabt, eine Datenschutzgrundverordnung, lieber Michael, zu verabschieden. Das war ein liberales Anliegen. Wir wollten das. Da hätte man die an die Kandare nehmen können. Mit 5% des Umsatzes hätte man die disziplinieren können. Das hätten die gemerkt. Leider gab es am 22.09. auch in dieserlei Hinsicht einen Politikwechsel, weil die Große Koalition, insbesondere die Frau Bundeskanzlerin und ihre eigenen Parteifreunde der Konservativen in Europa kritisieren Frau Merkel dafür, sie persönlich dafür gesorgt hat mit ihrer Regierung, dass diese Datenschutzgrundverordnung, die unter anderem Google und andere diszipliniert hätte, wie wichtig angesichts der Debatte auch um die NSA, dass das verschoben wird. Das sollte in diesen Tagen verabschiedet werden. Jetzt vielleicht, so heißt es, 2015. Begründung, die Politik hat gegenwärtig keine Beratungskapazität für das Vorhaben. Ich sage Ihnen, das gleiche Tempo, das die Politik bewiesen hat beim Retten von Banken, das erwarten wir von der Politik, auch wenn es um unsere Privatsphäre, unsere Bürgerrechte und unsere wirtschaftlichen Interessen geht. Gleiche Tempo. So. Jetzt will ich noch auf den Gerechtigkeitsaspekt kommen, denn wer über die Marktordnung und über Wettbewerb spricht, der darf von Chancengerechtigkeit nicht schweigen. Das ist nämlich das Pendant. Die marktwirtschaftliche Ordnung beteiligt Menschen am Wohlstand über Arbeit, aber die Voraussetzung dafür, seinen Platz zu finden, ist ein kultureller Horizont, eine beruflich verwertbare Qualifikation, praktische Lebenstüchtigkeit im Alltag. Ohne Qualifikation ist heute sozialer Aufstieg, ein gelingendes Leben, nicht mehr möglich. Anders als in der Generation meiner Großeltern. Da reichte im Zweifel auch bei jemandem, der nicht qualifiziert ist, der besondere Fleiß. Das reicht heute ohne Qualifikation nicht mehr. Deshalb ist Bildung als Bürgerrecht, wie Ralf Dahrendorf gesagt hat, die Schlüsselaufgabe für Politik, die tatsächlich soziale Gerechtigkeit im Sinne des Zugangs und der Teilhabe verwirklichen will. Die Vorschläge sind Legion. Ich glaube, wir müssen stärker anfangen vor der Schule, der sprachlichen Förderung von Kindern aus Zuwandererfamilien. Wir brauchen leistungsfähige, gut ausgestattete Schulen, nicht mit zu großen Klassen, mit qualifizierten Lehrerinnen und Lehrern. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass die Zugangshürden in den beruflichen Bildungsbereich und in den Hochschulbereich nicht zu hoch werden. Ich will darauf jetzt nicht im Einzelnen eingehen, sondern nur das Signal deutlich machen, wir wollen Chancengerechtigkeit. Was uns jedoch in dieser Frage unterscheidet, verehrte Anwesende, ist,
dass nahezu alle anderen Parteien in Deutschland zwar auch die Chancengerechtigkeit in der Bildung wollen, sie aber gleichzeitig die Bildungsqualität vernachlässigen und geradezu einer Leistungsrelativierung in unserem Land das Wort reden. Ich sage Ihnen aber, Abitur für alle ist kein sinnvolles gesellschaftspolitisches Ziel. Muss auch noch berufliche Bildung geben. Und mir ist allemal ein fröhlicher Handwerksmeister lieber als einer von den unglücklichen Professoren von der AfD, meine Damen und Herren. Diese Leistungsrelativierung, das ist kein theoretisches Konzept. Gabi Heise und andere, die hier tätig sind, der Landtagskollege der Union, können das aus der baden-württembergischen Landespolitik ja bezeugen. Ich aus meiner in Nordrhein-Westfalen übrigens auch. Nichts anderes macht, entschuldigen Sie bitte, Schwarz-Grün in Hessen. Die gehen nicht mehr an das gegliederte Schulsystem, das begabungsgerechte Schulsystem ran, indem sie mit einem Federstrich im Gesetzblatt das Gymnasium erledigen wollen. Da sind die klüger geworden. Das ist die beliebteste und erfolgreichste Schulform. Die können die Anhänger der Idee der Gleichheit nicht einfach so ausschalten. Da sind in Hamburg damals bei den schwarz-grünen Schulreformen die Eltern auf die Straße gegangen, haben eine Volksinitiative ergriffen. Das können die nicht mehr im Gesetzblatt machen. Das machen die jetzt hintenrum. Indem nämlich das Gymnasium schlechtere Bedingungen hat. Bei der Lehrerausbildung wird was verändert. Die Klassen werden dort größer als an Gemeinschaftsschulen. Ganztagsangebote sind nicht vorhanden oder schlechter. So wird das Gymnasium Schritt für Schritt ausgetrocknet. Und irgendwann in einem Jahrzehnt sagt dann eine grüne Schulministerin, na ja, also wir sind da ja nicht rangegangen, aber wir stellen fest, ein enormes Wachstum bei den Gemeinschafts-, bei den Einheitsschulen, aber bei den Gymnasien nicht. Und da wir jetzt zurückgehende Schülerzahlen haben, müssen wir leider auf das Gymnasium hier, dort und woanders verzichten. Und durch die Hintertür haben wir dann ein auf Einheit und Gleichheit getrimmtes Bildungssystem. Das kann nicht das Ideal sein. Ich verlange im Übrigen auch keine Privilegien für die Gymnasien, aber die gleichen Förderbedingungen, die es an Hauptschulen, Realschulen, Sekundarschulen gibt, auf die haben auch die Eltern, Lehrer und Schüler am Gymnasium ein Recht. Keine Bevorzugung, aber Fairness. Denn diese Unterschiedlichkeit und Vielfalt im System ist ja ein Privileg. Ist doch ein Privileg, dass wir unterschiedlich sein dürfen in unserem Land. Und wir sind auch unterschiedlich von unseren Talenten und Qualifikationen. Ich durfte ab Klasse 8 im Musikunterricht nur noch mitsummen. Da ging der Musiklehrer durch die Reihen und dann kam er an meine und hat gesagt, Herr Christian, von heute an musst du noch mitsummen. Und die grüne Schulministerin hätte aus Düsseldorf jeden Tag zu mir kommen können, um mir privat Gesangsunterricht zu erteilen. Aus mir wäre niemals ein Opernsänger geworden. Aus mir, aus Christian Lindner, wäre noch nicht einmal ein Patrick Lindner geworden. Noch nicht mal zum Schlager hätte es gereicht, weil ich da einfach kein Talent habe. Andere haben dieses Talent. Ich habe meine Talente, jeder hat sein Talent und die zur Entfaltung sich bringen zu lassen, das ist doch Humanität auch. Umgekehrt gefragt, eine Gesellschaft, wo unterschiedlicher Fleiß, unterschiedliches Talent, unterschiedliche Lebensentscheidungen eben keinen Unterschied machen würden. Wer will in einer solchen kalten, grauen, einheitlichen Gesellschaft leben? Unsere Vielfalt ist die Stärke, die unser Land hat. Das ist eine historische, zivilisatorische Errungenschaft, dass wir angstfrei anders sein dürfen. Das sollten wir uns von niemandem nehmen lassen. Meine Damen und Herren, diese Ungleichheitsdebatte, die es in Deutschland gibt, nehme ich deshalb an und auf. Aber wichtig für uns ist nicht immer mit Millimeterpapier jede einzelne Ungleichheit zu vermessen. Für mich entscheidend ist nicht, wie die Spannbreite steigt oder nicht steigt. Ich schaue auf den Einzelnen, wie seine Lebenssituation sich verbessert. Jemand, der dauerhaft und Langzeit in Arbeitslosigkeit ist. Was hat der davon, wenn man jetzt einem, dem es gut geht, etwas wegnimmt? Dessen Leben verändert sich dadurch nicht. Die Debatten über Verteilungsgerechtigkeit kann man führen. Aber die entscheidende Frage ist doch nicht, ob man gesellschaftspolitisch das Klima durch klassenkämpferische Rhetorik aufheizt oder ob man konkret im Alltag Menschen eine Chance eröffnet, wieder in die Eigenverantwortung zurückzugehen, sich etwas aufzubauen. Auch eigenes Eigentum zu erreichen, ein Vermögen
heißt ja nicht, dass man über Millionen oder über Betriebe verfügt, sondern schon das Wohneigentum ist doch schon ein Vermögen, das die Menschen ja auch wollen, weil sie es weitergeben. Das ist der letzte Aspekt, den ich machen will. Angesichts dieser klassenkämpferischen Rhetorik, die es in Deutschland gibt, über die angeblich auseinandergehende Schere bei der Einkommens- und Vermögensverteilung. Im internationalen Vergleich, wenn wir uns mit Brasilien vergleichen, geht es uns da relativ gut, was die Unterschiedlichkeit angeht. Aber geschenkt. Statistiken sollen Wissenschaftler diskutieren. Ich verstehe dann politisch nicht, wie man sonntags das beklagen kann, dass viele kein Vermögen haben. Und montags gehen dann Schwarze, Rote und Grüne dran, erhöhen die Sozialbeiträge, weil sie zu feige sind, die Kosten der Wahlgeschenke im Haushalt auszuweisen. Sozialbeiträge zahlen nicht die Millionäre, sondern zahlen Millionen, machen deren verfügbares Einkommen schmaler. In Baden-Württemberg noch nicht, aber im schwarz-grünen Hessen, im rot-grünen Niedersachsen und im rot-grünen Schleswig-Holstein wird dann jetzt zum 1.1. dieses Jahres die Grunderwerbssteuer erhöht. Haben Sie schon hier? Ja? Schon erledigt? Ja. Die belastet doch nicht denjenigen, der sich eine Villa kaufen will. Der zahlt das aus der Portokasse wieder. Sondern das belastet doch die Menschen in der Mitte, die ohnehin leiden unter den steigenden Energiekosten. Für Dauersubventionen steigen die Energiekosten. Die durch steigende Sozialabgaben belastet werden. Deren kalte Progression so zuschlägt, dass von der Gehaltserhöhung nichts übrig bleibt. Die 70 Millionen Deutschen trifft das. Und wenn dann eine junge Familie sagt, wir wollen für uns und unsere Kinder eine Wohnung kaufen, als Altersvorsorge, weil das auch was mit Stolz zu tun hat, sich so etwas aufzubauen. Und die müssen vielleicht ohnehin Jahrzehnte mit jedem Euro bei der Finanzierung kalkulieren. Und dann kommt die Erhöhung der Grunderwerbsteuer obendrauf und eine durchschnittlich verdienende Familie muss dann mal ebenso ein, zwei oder drei komplette Monatsbruttogehälter an den Staat überweisen. Ich finde, verehrte Damen, meine Herren, wenn man in Deutschland etwas tun will an der Vermögensverteilung, dann müssen vor allen Dingen die Chancen verbessert werden, dass Leute überhaupt ein Eigentum erwerben können mit Fleiß und Anstrengung. Um diese fleißigen Leute kümmern wir uns, meine Damen und Herren. Wir haben Anerkennung für die Leute, die es schon zu etwas gebracht haben. Unser Herz und unsere Leidenschaft in der Tradition von Ludwig Erhard gehört aber jenen, die sich überhaupt erst noch etwas aufbauen wollen. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Ja.